Ja, wunderschöner guten Morgen. Wir wollen ja gemeinsam in 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 12 hineinschauen. Letzte Woche wollte ich eine 8 bis 17 mit euch durchnehmen, also so wurde es bekannt gegeben. Aber beim Vorbereiten habe ich ziemlich schnell gemerkt, 8 bis 12 hat genug Information. Ja. Und da können wir anders mal die nächste Verse durchnehmen. Das Thema ist ja der Christ inmitten von Bedrängnis. Wir können auch das andere sagen, geistliche Haltung inmitten von Bedrängnis. Oder wir können das Bedrängnis ganz weglassen und einfach geistliche Haltung im alltäglichen Leben. Und bevor wir in dieses Thema hineinschauen, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke, dass wir in aller Freiheit, ohne Bedrängnis, Herr, zusammenkommen dürfen unter dein Wort, dir Lob und Preise, dir Ehre zu geben. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Im 1. Petrus, es ist ja ein Brief, welcher Paulus und Petrus, zweiter mit dem P, ja, wo Petrus an die Gemeinde schreibt. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Also Petrus, er schreibt an viele Gemeinden, die in der Zerstreuung sind in dieser Region Kleinasien. Er schreibt ihnen, und diesen Brief schreibt er in einer Zeit, wo Bedrängnis hineinkommt. Bedrängnis kommt in die Gemeinde hinein und er schreibt diesen Brief als Ermutigung, als Trost, Erbauung in ihrem alltäglichen Leben, Trost im alltäglichen Leben, egal was auf dich zukommt. Er probiert sie zu fokussieren. Um was geht es im christlichen Leben? Wir nehmen ja gemeinsam als Gemeinde jeden Donnerstag Epheserbrief durch. Wir sind jetzt in Vers 12 angelangt und wir haben eins gesehen. Und ich denke, man kann das zusammenfassen in diese eine Frage. Was ist Christus dir? Wie sehr verstehst du Christus und was er für dich, für uns als Gemeinde vollbracht hat? Was ist Christus dir? Wie verstehst du Christus? Verstehst du Christus biblisch? Verstehen wir, was Christus für uns alles vollbracht hat? Was der Vater bereit war, für uns verlorene Menschen zu opfern, damit wir ewiges Leben haben können? Das ist genau dieser Gedanke, wo auch in diesem Brief so wichtig ist. Was ist Christus dir? Wie sehr lebst du in den Ziel hin, er kommt wieder? Denn letzte Woche haben wir es sehr deutlich gehört, ja, was es heißt, in dieser letzten Zeit zu leben. Eine Zeit, wo in gewisser Hinsicht, ja, es kommt Bedrängnis auf verschiedene Art und Weise. Wir leben in einer Gesellschaft, der sich immer mehr entfernt von Gott und seinen Werten, von den biblischen Werten. Auch da, es kommt eine Bedrängnis hinein, vielleicht bei uns, der anders ist als Bedrängnis, welche unsere Geschwister im Glauben im Nahen Osten heute erleben. Der grausam ist, der furchtbar, sie müssen ihr Leben fürchten, jeden Tag von Neuem. Sie sind unsicher. Und auch ihnen gilt dieser Brief. Was ist Christus dir? Wie sehr lebst du in dieser Gemeinschaft mit Christus? In deinem Alltag, in jeder Entscheidung, welche du triffst. Petrus, wenn er diesen Brief schreibt, hat er natürlich die Gemeinde vor Augen. Aber er hat eine Gruppe innerhalb der Gemeinde stärker vor Augen. Petrus, er war Apostel der Juden. Er hat genau
Die Auslegungen sind natürlich auch verschiedene Meinungen diesbezüglich. Wir werden auch heute mal sehen, wie gehen wir um mit verschiedenen Meinungen. Aber es gibt zwei Ausdrücke da. Ich lese es nochmal. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Natürlich können wir diese Begriffe nehmen und sagen, ja, wir sind auch Fremde in dieser Welt. Stimmt das? In gewisser Hinsicht sind wir Fremde. Aber wenn es vom Blick von Petrus und dieser Ausdruck, welchen er benutzt, kommt nochmal in Kapitel 2, Vers 11 vor, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Wiederum in Hebräer 11, Vers 13. Aber dieser Ausdruck wird meistens benutzt für eine fremde Volkszugehörigkeit und vorübergehende Bewohner. Solche, die vorübergehend Bewohner sind von einem Ort. Als jüdische Gläubige außerhalb Israel, die unter heidnischen Nichtjuden lebten, galten diese Fremdlinge als fremde Bewohner. Als fremde Bewohner. Sie waren nicht zu Hause. Wiederum aber gilt es aber auch für uns, für jede einzelne Heide oder Jude, der an Jesus Christus glaubt. Der Gründer des Missionswerks Mitternachtsruf, er hat im Pfeffikon, auf dem Haus, wo Familie Margo gelebt hat, einen Spruch, das steht auf Holländisch, er war ja Holländer, op doorreis, auf Durchreise. Und so sind wir alle. Wir sind alle auf der Durchreise. Diese Zeit da auf Erde ist für uns nur temporär. Hin auf etwas viel Schöneres. Ewig bei Jesus zu sein, unsere Erlöser. Wenn wir das vor Augen haben, wir sind nur Gäste auf Erde. Wir sind auf der Durchreise. Was heißt es für meinen Alltag? Wenn mein Ziel nicht diese Zeit auf Erde ist, sondern etwas, was noch kommt. Nochmal Petrus, er schreibt an fremde Bewohner, wahrscheinlich Juden. Zweitens wird ein Ausdruck benutzt, Zerstreuung. Zerstreuung, dieses Wort, kann man nicht wirklich auf den damaligen gläubigen Heiden verwenden. Sie wurden ja noch nicht zerstreut, vielleicht waren sie zerstreut. Aber die Juden lebten in der Zerstreuung. Bis heute benutzt man diesen Ausdruck Diaspora. In der Zerstreuung. Die Juden sind auch heute teilweise noch in der Zerstreuung. Noch nicht zurück in ihrem Land, das Land Israel. Also das Wort bezieht sich auf Juden außerhalb des Landes Israel. Nochmal in Vers 1. An die Fremdlinge in der Zerstreuung. Dort, wo ihr seid, seid ihr Fremdlinge und ihr seid zerstreut. Also ein Schwerpunkt sind gläubige Juden. Aber Achtung, wenn es gläubige Juden sind, heißt es noch lange nicht, dass dieser Brief uns als sogenannte Heide nichts zu sagen hat. Dieser Brief hat uns sehr viel zu sagen. Vor allem, wenn es um Bedrängnis geht, um Verfolgung geht, aber auch sehr viel um den alltägliche Leben einer Christ. Petrus, er betont Hoffnung der Christ. Das himmlische Erbe und die Vereinigung mit Christus. Angesichts dessen alle Prüfungen ertragen werden können. Wenn du Christus vor Augen hast, was noch kommt, das gibt dir Kraft. Egal was auf dich zukommt, Prüfungen. Und Prüfungen kommen jeden Tag von Neuem. Anfechtungen, auch da. Anfechtungen können Angriffe des Teufels sein. Er probiert uns wegzuführen von Christus. Auch das kann ein Bedrängnis werden für die Einzelnen. Wer habe ich dann vor Augen? Ist es Christus, der ich vor Augen habe? In Kapitel 1, Vers 6 und 7 lesen wir. Dann werdet ihr auch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss,
traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Sein Christ, egal was er durchmacht auf Erde, wenn es um Christi Wille ist, es hat alles ein Ziel. Alles hat ein Ziel, der Offenbarung Jesu Christi. Dies vor Auge, Gott, diese Offenbarung vor Auge, soll eine Wirkung haben auf unser ganzes Leben. Ja was? Heilige Wandel. Es soll unser ganzer Wandel auf Erde als wiedergeborener Christ verändern in ein heiliger Wandel. In Kapitel 1, Vers 15 lesen wir, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Was heißt heilig in eurem ganzen Wandel? Heilig heißt ja abgesondert. Abgesondert für Gott. Das heißt, jeder Bereich meines Lebens. Das heißt, es gibt keinen Bereich, der nicht Gott gehört. Also alles von A bis Z hat ein Ziel. Jesus Christus. Heiliger Wandel in alles. In unsere Gedankenwelt. In das, was du anschaust. Wie viele Anfechtungen kommen heute zutage durch das, was wir sehen. Das, was wir konsumieren. Wie schnell fühle ich mich mit so vielen Informationen, welche mich wegführen von Christus, wegführen von diesem heiligen Wandel hin zur Welt. Ja, wir sind in dieser Welt, aber in dieser Welt werden wir beobachtet. Kapitel 2, Vers 9 lesen wir. Ihr aber seid eine auserwählte Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Jesus hat uns von der Finsternis herausgeholt, weg von den Sünden. Wir sind nicht mehr ein Teil der Sünde, wir sind nicht ein Teil dieser Welt mehr. Nochmal, wir sind auf Durchreise. Aber diese Zeit, welche wir da auf Erden sind, wie leben wir es? Das ist diese Frage, oder das ist auch dieser Punkt, welcher Petrus den Juden, die Gemeinde damals ermutigen möchte, ermahnen möchte. Seid voll mit Christus. Seid voll mit diesem Ziel hin, seine Offenbarung. Er kommt wieder. Ein heiliger Wandel. Er lehrt sie, wie sie als Christen ihr Leben zur Ehre des Herrn leben können. Ein Leben mit Jesus trotz Bedrängnis. Ja, trotz Bedrängnis. Trotz Leiden. Das Wort Leiden kommt in 1. Petrus 15 Mal vor. Ich möchte die einzelnen Stellen kurz vorlesen. Wir haben Kapitel 1, 6 und 7 gelesen. Kapitel 2, Vers 20 ganz kurz. Denn was ist das ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet, und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wenn ihr es geduldig ertragt, leide, und vielmal fragt man sich, ja, habe ich das verdient? Das ist eine Frage, die wir uns stellen dürfen und können. Aber im Blick auf Jesus. Im Blick auf Christus. Kapitel 3, Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Und Vers 17, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. In Kapitel 4, Vers 12 und 13, Geliebte, Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges,
sondern in dem Maß, was ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Dieser Vers ist nicht so einfach. Wenn du leidest, weil du gläubig bist, wenn du leidest, weil du an Jesus Christus glaubst, wenn du leidest in deinem Arbeitsplatz, wenn du gemobbt wirst, freue dich. Christus hat auch gelitten. Aber diese Freude können wir nur haben, wenn wir wirklich Christus vor Augen haben. Nicht Gott kapitulieren. Freue dich. Christus hat auch gelitten. Und noch Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seele ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Der Schöpfer Himmel und Erde, ihm sollen wir uns anvertrauen. Er, der ja Himmel und Erde geschaffen hat, wird er nicht auch für dich, du Kind Gottes, sorgen? Botschaft von Petrus ist folgendes: Der Gläubige erlangt seine Herrlichkeit durch Leiden. Ja, der Gläubige ist sogar, ich sage jetzt mal, prädestiniert dazu, zu leiden. Es ist Gottes Bestimmung, dass wir leiden sollen. Und wir sollen es als Privileg sehen heutzutage. Ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben Freiheit in Christus. Wir haben Freiheit in diesem Land, in dem wir leben heute. Wir können Jesus Christus proklamieren. Wir können zusammenkommen, jetzt da in dieser Versammlung. Wir können über die ganze Wort Gottes reden, in aller Freiheit. Das können nicht alle Christen. Vielen fürchten tagtäglich ihr Leben. Wir müssen es nicht. Aber was heißt es dann umso mehr für uns? Sind wir standhaft? Manchmal ist Bedrängnis gut. Ein Prediger hat vorhin gesagt, die Not ist, dass wir keine Not haben. Das ist teilweise tatsächlich eine Not, weil wir nicht mehr erkennen, um was es wirklich geht. Und da kommt unser Text, 1. Petrus 3, 8 bis 10. Ich möchte, 8 bis 12, Entschuldigung. Ich möchte es mit uns lesen. Endlich aber, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähungen, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Ist gegen die gerichtet, die Böses tun. In dieser Verse haben wir schlussendlich zwei, man kann sagen, Zusammenfassungen zusammen, zwei Schlusspunkte, Vers 8 und Vers 9. Er beginnt ja, endlich aber, nachdem alles, was er vorher schon gezeigt hat, fasst er es zusammen, okay, jetzt habt ihr verstanden, dies oder jenes. Was heißt das jetzt für euer alltägliches Leben? Wie solltet ihr euer Leben führen? Es geht ja im Text vorher um Unterordnung. Unterordnung, auch heute ein Wort, das man nicht so gern benutzt, stimmt? Der Mensch ist ein Individuum, er soll ja selber bestimmen für sich selber. Er soll seinen Weg gehen. Und Unterordnung? Nein. Aber in 1. Petrus 2, 12 bis 14 lesen wir: Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlicher Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Das ist ganz einfach. Wir unterordnen uns den Gesetzen unseres Landes. Wir sind nicht diese Rebellen, die auf die Straße gehen,
wenn es mir nicht passt, dann gehe ich auf die Straße, ich rebelliere, ich zerstöre Schaufenster und suche Polizisten, um zusammenzuschlagen. Ja, so geht es leider heute. Es kommt immer mehr diese Unruhe hinein. Aber wie handle ich als Christ in dieser Situation? Wie unterordne uns? Der nächste Punkt ist Unterordnung von Gläubigen gegenüber ihren Fortgesetzten. Und damals waren es ja Sklaven unter ihrem Meister. Ein Sklave hatte nicht viele Rechte gehabt. Und trotzdem sagt er, ihr unterordnet euch. Nächste Unterordnung sind Frauen und Männer in der Ehe. Vers 1 und 2, gleichweise sollen auch die Frauen, Kapitel 3, Entschuldigung, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit wenn euch auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Um was geht es da? Da geht es nicht um mich selber. Die Frau, die sich unterordnet, und in diesem Text jetzt ein ungläubiger Mann, durch ihr Wandel probiert sie, ihren Mann zu gewinnen. Wenn ich mich meinem Arbeitgeber unterordne, bin ich ein Vorbild für andere. Wenn ich mir das Gesetz unterordne, bin ich ein Vorbild. Vielleicht denken die einen oder anderen, ja, das ist ein bisschen dumm, wie du deine Steuererklärung ausfüllst. Das musst du nicht, du musst nicht alles schreiben. Nein, sorry. Es gehört alles darauf. Wir unterordnen uns dem Gesetz. Auch wenn es teilweise Verlust heißt. Ne? Ein bisschen weniger auf dem Konto. Aber er kommt dann, Petrus, zu diesen zwei Schlusspunkten. Okay, was heißt es dann für euer alltägliches Leben als Gläubige, als Gemeinde? Und ich möchte eigentlich in Vers 10 anfangen jetzt. Ab Vers 10 zitiert Petrus den Psalm 34, die Verse 13 bis 17. Und schlussendlich sind diese Verse eine Rat für jeden Mensch. Wenn ihr einen Mensch, einen Ungläubigen fragt, gib mir einen Rat für dein alltägliches Leben. Ja, logisch sagst du, glaub an Christus, oder? Und dann will er nochmal einen Rat, dann gib ihm diese Verse. Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihn nach. Suchen wir nicht alle ein glückliches Leben auf Erde? Streben wir nicht alle nach irgendein Glück? Auch in der Bibel gibt es so einen Mensch, Salomo. Was hat er gesucht? Was hat er alles probiert, um glücklich zu werden? Er hat sich Reichtümer aufgebaut, Häuser, er hat Knechte, Sklaven gehabt, Frauen gehabt, Festen gefeiert. Und in Prediger Kapitel 2, Vers 7 und 8 lesen wir, Prediger Kapitel 2, Vers 7 und 8. Ihr kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinnte, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherde als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wohllust für der Menschensöhne dient. Frauen über Frauen. Und Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig. Und ein Haschen nach Wind. Und nichts Bleibendes unter der Sonne. Es war nichts. Es war Haschen. Er wurde nicht glücklich durch das, was er meinte, das ihn glücklich macht. Ja, wenn wir heute in den Welt, in die Medien hineinschaut, um was geht es da hauptsächlich? Wir meinen, diese Leute in der Zeitung sind glücklich. Und kurz danach wieder mal eine Scheidung mehr. Es geht viel um Äußerliches. Was präsentiere ich?
und so wenig um das Eigentliche. Und da sind wir als Christen gefragt, welches Leben führe ich? Wie setze ich meine Prioritäten im alltäglichen Leben? Vers 12 von unserem Text, der sagt, Vers 12, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. So wichtig, dass wir aus dem Alten Testament forschen. Wir konzentrieren uns vielmals sehr viel im Neuen Testament, was auch gut ist. Oh ja, wir müssen diese Lehre für die Gemeinde studieren, forschen und es soll uns verändern. Aber das Studium vom Alten Testament offenbart sich Gott in seinem Wesen. Durch sein Handeln mit den Völkern, durch sein Handeln mit Israel. Er offenbart sich als Schöpfer Himmel und Erde. Und dieser Schöpfer Himmel und Erde, er wird für dich sorgen. Aber er schaut auf uns Menschen. Er wird richten. Er wird richten jede einzelne Werk, jede einzelne Tat. Und auf diesen Tag des Gerichtes kommt es an, zu wem gehörst du? Welche Entscheid hast du getroffen da auf Erde? Welcher Wandel hast du geführt? War es ein heiliger Wandel vor Gott? Oder war es das, was die Welt von dir erwartet? Auch Salomo hat es erkannt. Und in Prediger 12, Vers 13 sagt er schlussendlich, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht das ganze Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Können wir nicht dankbar sein, dass Christus unsere Schuld auf sich genommen hat? Aber der Tipp, der Rat, welcher wir jedem Mensch geben können, ganz praktisch, bewahre deine Zunge vom Bösen. Bewahre deine Zunge vom Bösen. Oh, was sagt Jakobus über den Zunge? Es ist wie ein Feuer, der keine löschen kann. Was können wir, wie viel Übel können wir mit unserer Zunge machen? Was wir über andere reden. Wie schnell reden wir schlecht über einander, um uns selber gut zu stellen? Wie schnell passiert es? Bewahre deine Zunge vom Bösen. Bewahre Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wende ab vom Bösen. Tu Gutes, suche Friede und jage ihm nach. Das ist der Rat, den wir jeder Mensch auf dieser Erde geben können. Und schlussendlich, wenn er Gutes tut, wenn er sich vom Bösen abwendet, was bleibt ihm schlussendlich? Er erkennt eins. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Jesus Christus. Unser Ziel ist das Kommen des Herrn. Nochmal, dieser Gedanke kommt immer wieder vor. Kapitel 1, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Und dann der erste Punkt, der Wandel der Gläubigen. Seid alle. Wenn er sagt in unser Text, Vers 8, seid alle, das heißt alle Gläubige, alle, ihr als Gläubige, ihr als Gemeinde, seid alle was? Anstatt, es steht gleichgesinnt. Ich möchte eine ganz ehrliche Frage stellen, sind wir wirklich in alles gleichgesinnt? Denken wir über jeden Thema gleich? Und Petrus schreibt ja zu Juden. Und in Israel gibt es einen Spruch, wo zwei Juden sind, sind drei Meinungen. Ja? Und das merken wir jetzt. Wir haben ja Wahlen in Israel und es ist, man kann sagen, fast hoffnungslos. Jeder weiß es besser. Und was heißt dann gleichgesinnt? Jeder Einzelne von uns ist ein Individuum. Jeder Einzelne von uns ist ein Wunder der Schöpfung Gottes. Ein Wunder. Und dieses Individuum sollte bleiben. Aber um was geht es da? Gleichgesinnt in der Gemeinde.
Jude oder Grieche. Schon im Anfang der Gemeinde war dieser Konflikt zwischen Jude und Heiden. Die Jude meinte, vielleicht sie sind etwas Besseres, weil sie ja das Gesetz bekommen haben. Und was sagt Paulus diesbezüglich? Ich achte es für Dreck gegenüber all das, was ich durch Jesus Christus erfahren habe. Jude oder Grieche, gleichgesinnt, arm oder reich. In der Gemeinde waren ziemlich schnell auch viele Armen da. Viele haben sich bekehrt. In 1. Korinther sagt Paulus den Korinther, schaut in eure Gemeinde. Sind da viele gelernte Leute? Sind da viele, welche einen Status haben in der Gesellschaft? Nein. Aber genau für die kam Jesus. Arm und reich. Und auch da waren solche, die frei waren und solche, die Sklave waren. In der damaligen Gesellschaft war es ein Norm. Paulus geht nie gegen die Sklaverei. Das war nicht sein Ziel. Es geht um etwas anderes. Um Jesus Christus. Aber in der Gemeinde, ob du Sklave bist oder frei bist, wir sind gleichgesinnt, wir sind eins. Ich gehe mal eine Stufe weiter zurück zu uns. Wie ist es bei uns in unserer Gesellschaft? Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Immer mehr Völker kommen in Europa zusammen. Und auch da, in der Gemeinde, gibt es keinen Unterschied zwischen Schweizer oder Deutsche, zwischen Schweizer oder einem Israeli oder einer, der aus der ehemaligen Balkan kommt, aus Jugoslawien, Entschuldigung. Aus diesen Ländern oder Schweizer oder Italiener, Schweizer oder Türke. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind gleichgesinnt. Wir haben den gleichen Ziel als Gläubige an Jesus. Ja, aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen. Und verschiedene Kulturen heißt, wir denken teilweise auch anders. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Elia Maurice war ja da. Seine ganze ägyptische Gruppe war da auf der Bühne. Und die haben eine andere Musik gehabt, als wir vielleicht uns gewöhnt waren. Stimmt? Wunderbar. Eine andere Kultur mit dem gleichen Ziel. Mit dem gleichen Ziel, Jesus Christus, gleichgesinnt zu sein. In Griechisch heißt dieses Wort gleich zu denken, eines Sinnes sein. Und ich denke, wenn Verfolgung da ist, wenn wir heute wirklich unter Bedrängnis kommen, Verfolgung, wenn wir uns um unser Leben fürchten müssen, ihr werdet merken, das wird eine Erweckung in unseren Kreis bringen, die wir uns nicht vorstellen können. Weil auf einmal sind Nebensachen nicht mehr wichtig. Und da gilt nur noch eins. Eins sein, hin zu diesem Ziel. Er kommt. Zu diesem Ziel hin. In Verfolgung ist Einheit wichtig. Füreinander da zu sein. Diskrepanzen werden schnell beseitigt. Aber was heißt auch eins, gleichgesinnt? Den gleichen Fundament zu haben. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Was heißt denn gleiche Fundament? Der gleiche biblische Fundament. Ich sage jetzt mal so klar, wie es ist. Nein, du kannst nicht sagen, ich und der Zeuge Jehovas sind gleich. Wir haben nicht den gleichen Fundament. Aber gleichgesinnt heißt sie, wo das ganze Wort Gottes so nehmen, wie es ist. Als Ratschluss Gottes, inspirierte Wort Gottes und sie eifern danach, das Wort Gottes zu forschen, zu lernen und danach zu leben. Es sind solche, die vor Augen haben, Christus Jesus und Christus allein. Aber auch da sind Unterschiede. Der eine ist weiter im Glauben als der andere. Der eine ist noch nicht, hat noch nicht alles verstanden und trotzdem gleichgesinnt. Gleiche Ziele. Christliche Ziele, Prioritäten, gleiche Prioritäten in Bezug auf das alltägliche Leben. Und jeder von uns ist ja auch im Arbeitswelt, der eine ist Geschäftsmann, der andere ist Angestellter, der andere hat vielleicht Ziele in der Schweiz, vielleicht der andere arbeitet in Bank, der andere im Bund oder im Armee. Ganz unterschiedlich, aber eins bleibt gemeinsam, dem Ziel. Das Ziel vor Augen, Jesus Christus, sein Kommen. Nochmal, deshalb ist diese Botschaft, wo wir ja in unserer Gemeinde so stark proklamieren, sein Wiederkommen so wichtig. Weil sein Kommen verändert unsere Ziele. Sein Kommen verändert jeden Tag deines Lebens. Total, von A bis Z.
Es ist sein Kommen. Und freust du dich, dass der Herr kommt? Freust du dich, oder ist wirklich dein ganzes Leben auf sein Kommen gerichtet? Christen sollen Vorbild sein. Vorbild in Bezug auf ihre Einheit. Einheit, gleichgesinnt. Trotz vieler Unterschiede. Aber ich sage jetzt mal so, wenn jemand kommt von einer ganz fremden Kultur zu uns hinein, er ist ein wiedergeborener Christ, wie begegnest du ihm? Wie begegnest du ihm? Denkst du, ist wahrscheinlich so ein Flüchtling. Nochmal, wir müssen sensibel werden, wie wir gegenüber anderen denken. Wie will ich ein Verlorener erreichen, wenn ich mit den Geschwistern im Glauben nicht umgehen kann? In Johannes 13 haben wir diese wunderbare Verse, welche Jesus die Jünger weitergibt. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, Vers 34. Dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist diese Liebe in uns? Daran werden alle erkennen, der Ungläubige wird erkennen, durch diese Liebe, der unter uns wohnt, der unter uns lebendig ist, dass wir seine Jünger sind. In 1. Korinther 1, Vers 10 sagt Paulus, ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seid, sondern dass ihr in denselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Nochmal, denselben Sinn, denselbe Meinung. Wiederum, stehen Christen theologisch immer gleich? In Gott gewisse Stelle am Forschen im Schrift, und es ist unglaublich, wenn man die verschiedenen Ausleger liest, man merkt, ja, der eine hat den Schwerpunkt mehr so und darum sieht es eher so. Und der andere sieht es mehr so, darum hat er diese und diese Auslegung. Auch da, Achtung, schauen wir nur die Kirchengeschichte zurück. Es gibt manchmal verschiedene Meinungen. Aber wie gehe ich damit um? Der Ziel muss der gleiche sein. Jesus Christus. Das nächste Punkt in dieser erste Teil ist gleichgesinnt und das nächste mitfühlen. Mitfühlen heißt auch Sympathie zum anderen. Mitfühlen. Was heißt mitfühlen? Es heißt sensibel zueinander. In der Gemeinde Gottes sind wir sind verschieden, aber sind wir sensibel zueinander? Akzeptieren wir, dass wir unterschiedlich sind? Wie ist es, wenn einer leidet? Bist du mitfühlend? Und es ist dir egal, was der andere denkt. Wenn du heute Morgen in diesen Raum hineingekommen bist, war es dir egal, neben wem du sitzt? Hast du deinen Nachbar begrüßt? War es dir wichtig, wie es ihm geht? Ich weiß, wir sind in einer Kultur, wo wir ein bisschen verschlossen sind. Wir öffnen uns nicht so schnell gern. Stimmt's? So sind wir halt. Aber mitfühlen heißt, mir ist es wichtig, wie der andere geht. Wenn der eine leidet, leide ich mit. 1. Korinther 12, Vers 26, ich müsste es nicht öffnen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, beides gehört dazu. Wenn einer geehrt wird, wir freuen uns mit ihm. Wenn einer ein Amt bekommt in der Gemeinde, wir freuen uns mit ihm und sind eifersüchtig. Wir beten für ihn, wir tragen ihm im Gebet. Aber es geht um Interesse füreinander. Es gibt kein Solo-Christ. Ja, dieses Lied singt der Jungscher gern. Es gibt kein Solo-Christ. Du lebst nicht für dich allein. Nein, wir sind miteinander und füreinander da. Miteinander, füreinander. Genau darum ist auch unsere Gebetsstunde etwas Wichtiges. Warum?
Weil da geben wir Gebetsanliegen weiter, die unsere Gemeinde angehen, unsere Missionare. Ist es mir wichtig, wie es den Missionaren geht? Wenn ein Missionar Not hat, ist es mir wichtig. Wenn ein Gemeindemitglied krank ist, er ist abhängig von mein und dein Gebet. Er ist abhängig, dass du für ihn denkst. Ja, es müssen nicht jetzt 600 Leute einen Kranken anrufen, ja? Dann ist er nachher wirklich krank. Aber 600 Leute können für ihn beten und im Gebet tragen. Ihr werdet merken, was passiert, wenn man für einen betet. Wenn man beginnt, für einen zu beten, auf einmal ist diese andere Person immer wichtiger für mich. Gebet ist wichtig innerhalb der Gemeinde. In Römer 12, Vers 15 lesen wir, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Freut euch, wenn Freude da ist. Und wenn eine Hochzeit in unserer Gemeinde ist, dann müssen 600 Leute in diesem Raum sein und uns freuen mit diesem jungen Paar, wo jetzt heiratet. Aber genauso auch, wenn jemand leidet, wenn jemand weint. Ich leide mit, weil er leidet, weil der Leib Christi am Leiden ist. Vielleicht denken wir in Bezug auf unsere Geschwister im Glauben, wo verfolgt werden, ja gut, das geht mich schlussendlich nicht an, ich kann nicht so ganz mitfühlen. Nein, du kannst. Wir können und wir sollten mitfühlen. Wir sollten für sie beten. Es soll uns stören. Es soll uns keine Ruhe geben. Und wir sollten für sie beten. Umso mehr innerhalb dieser Gemeinde. Füreinander. Nächster Punkt ist voll brüderliche Liebe. Das Wort Philadelphia. Voll brüderliche Liebe. Also Geschwisterliebe. Und das ist ein Thema, wo durch diesen ganzen Brief, Kapitel 1, Vers 22 lesen wir, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Ich denke, das geheuchelte Liebe, das kennen wir sehr stark heute. Politiker kommen zusammen, sie umarmen sich und man denkt, wow, sind die besten Kollegen. Kaum gehen sie nach Hause und sie bombardieren sich gegenseitig. Sie sind Heuchler. In der Geschäftswelt geht es ja auch so. Man schüttelt die Hände, aber innerlich denkt man, ja, ich zeige dir noch, wer der Chef ist. So geht das. Aber unter Christen ungeheuchelte Liebe. Kapitel 2, Vers 17 lesen wir. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Liebt die Bruderschaft. Liebt, es soll unser Anliegen sein, der andere Brüder zu lieben. Denn Geschwister im Glauben zu lieben, ungeheuchelt und anhalten. Auch wenn wir anders sind, nochmal, wir sind anders, wir sind unterschiedlich. Wir kommen teilweise aus verschiedenen Kulturen. Wunderbar. Das ist der Reich Gottes. Das ist die Gemeinde. Unsere Liebe zueinander ist nicht abhängig, wie der andere ist. Der eine mag mir sympathisch sein, der andere nicht. Aber meine Liebe zu ihm bleibt gleich. Zu dem, der mir sympathisch ist und der, der mir nicht sympathisch ist. Weil meine Liebe ist abhängig von dieser Liebe, der durch Christus Jesus in mir ist. Und das könnt ihr euch selber prüfen. So mehr Christus besitzt ihn von eurem Leben, von unserem Leben, umso mehr werden auch diese Qualitäten stärker in uns. Immer stärker. Umso mehr wird der Bruder und der Schwester im Glauben für mich wichtig. Es ist eine Liebe aus reinem Herzen. Und Kapitel 4, Vers 8 lesen wir diesbezüglich. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Welcher Vers? Was heißt eine Menge von Sünden zudecken? Heißt das, es ist egal, wenn der Bruder oder die Schwester sündigt? Nein, das heißt es nicht. Aber es geht da um Vergeben. Hast du vergeben gegenüber der Bruder oder Schwester, die dir etwas angetan hat? Es ist tragisch zu sehen, dass Geschwister im Glaube
auch wenn sie anders denken teilweise, nicht bereit sind, sich gegenseitig zu vergeben. Das über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Und dann, wenn man alt wird, merkt man, ich muss Sachen in Ordnung bringen. Und teilweise ist es zu spät. Es ist teilweise zu spät. Und ja, es gibt Momente, wenn man wirklich anders denkt, dass man auseinandergehen muss, aber... Und dieser Aber ist so wichtig. Suche Friede ja mit jedem Mensch. Umso mehr mit deinem Bruder im Glauben. Dass du ihm begegnen kannst, allzeit, ohne einen Hintergedanken. Die Liebe bedeckt die Sünde zu, das heißt, sie sind kein Thema mehr. Das kennen wir vielleicht, oder? In der Ehe, unter Kollegen, man hat es sehr gut zusammen, man hat vielleicht mal einen Streit gehabt, das war vor 2 Jahren, und dann, wenn man hysterisch wird, wird man historisch. Ja? Wie schnell passiert das? Wie schnell werden wir historisch? Aber das ist nicht das, was Christus von uns wollte. Es ist vergeben, und wenn es vergeben ist, ist es begraben, es ist tot, es ist nicht mehr da. Das sollten wir uns wirklich vor Augen immer haben. Es ist vergeben, vergiss es. Und das macht uns auch frei. Das macht uns wirklich frei. Ein zusätzlicher Thema dazu, wenn wir schon da sind, Vers 9 von Kapitel 4. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Ja, oh nein, heute kommt der wieder zu mir. Ja. Ich weiß, in unserer damaligen Gesellschaft war Gastfreundschaft sehr wichtig. Es war sehr, sehr wichtig. Die Missionaren und die Gläubiger, die verfolgt wurden, die waren abhängig von anderen, die sie wiederum aufnahmen. Die sie aufnahmen zu sich nach Hause. Sie konnten nicht auf der Straße übernachten, das war gefährlich. Aber Gastfreundlichkeit heißt, ist dein Haus offen? Ist dein Haus offen auch für andere? Es ist einfach, die Gäste einzuladen, mit denen ich gut habe. Ja. Aber du wirst noch überrascht sein, was passiert, wenn du mal andere bei dir zu Hause hast. Es ist auch eine Herausforderung, weil du öffnest deine ganze Ich. Ja. Nächster Punkt ist barmherzig. Ich merke, es sind teilweise wie Synonyme, ja. Aber Barmherzigkeit, nochmal, es geht ja damals Knecht und Sklave. Ein Knecht und ein Sklave gegen ihre Meister. Wie gehe ich da mit den anderen um? Bin ich barmherzig? Ist mir wichtig, dass der andere seine Nöte, sind sie mir wichtig? Damals war eine sehr starke Hierarchie in der Gesellschaft. Wenn du Römer warst, hattest du es besser gehabt als andere, die es nicht waren. Paulus durfte nicht gleich zum Tode verurteilt wie andere, die keine Römer waren. Er hat ein Privileg gehabt. Er konnte sagen, ich bin was Besseres. Vielleicht auch wir als Schweizer, wir denken, ja, wir sind Schweizer und die einen sind sogar Eidgenossen. Ja, also, das ist was Besseres. Nein. Wir sind gleichgesinnt innerhalb der Gemeinde. Und barmherzig heißt auch, die Nöte des anderen sehen. Wir können schnell sagen, du bist selber schuld. Du bist selber schuld, wenn du dies oder jenes hast. Nein, ich bin besorgt um den anderen. Und wenn in Nöte hineinkommt, wenn Krankheiten da sind, eine plötzliche Arbeitslosigkeit, ein Familienereignis, eine Tragödie, es ist mir wichtig. Und so weiter. Barmherzig gegeneinander. Barmherzigkeit gegenüber jedem Mensch, auch nicht nur meine Bruder oder Schwester im Glauben. Der letzte Punkt in dieser Liste ist gütig oder anders übersetzt demütig. Oh, Demut ist heute kein Thema mehr fast. Aber ich denke, wir können das so gut lesen, Philipper 2, Vers 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einem Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen.
und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, ja, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er wurde uns als Beispiel, was es heißt, Knecht zu sein, demütig. Er war Gott und wurde Mensch, damit wir leben können. Sein Geist wohnt in uns. Wenn sein Geist in uns wohnt, was heißt das für unser alltägliches Leben? Es ist die gleiche Art, wie er gelebt hat, so sollten wir leben. Weil er ist der, der uns führt und leitet. Nochmal diese Frage, was ist Christus dir? Wir kommen zum zweiten Teil, Vers 9, und das, ihr müsst keine Angst haben, das geht ziemlich schnell. Da geht es ja, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähungen mit Schmähungen. Schlussendlich ist es nichts anderes auch als teilweise eine Zusammenfassung von all das, was wir vorher gesehen haben. Gleichgesinnt, mitfühlen, brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig oder demütig. Es ist genau das. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und das ist eigentlich der normale Natur von Mensch. Jemand hat mir das Böses getan, was passiert dann? Ich zeige es ihm. Ich zeige, wer der Chef ist. Ja? Wie ist es mit Nachbarstreit? Der Nachbar, du hast Streit mit ihm, Diskussion. Und das sind wir herausgefordert als Christen. Wie reagiere ich, wie handle ich? Poche ich prinzipiell auf meine Rechte? Und bin ich der Lauteste, wenn es um Diskussionen kommt? Also gehe ich mal auch unten durch. Wenn Jesus sagt in Matthäus 5, wenn jemand dir schlägt auf den Linken, das ist das, was in Verfolgung passiert. Gib ihm auch die Rechte. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile zu gehen, geh zwei Meile mit ihm. Sei anders. Sei anders in der Art, wie du dich entscheidest. Die Männer auf der Straße. Ja? Das ist für uns immer ein Kampf, oder? Die Straße ist fast ein Kriegsfeld. Und wenn jemand uns überholt und ein bisschen zu schnell, was passiert vielmal bei Männern? Ich zeig's ihm. Ja? Und die Frau sitzt nebenan und sie sagt, du Mann, beruhige dich. Und dann bist du noch wütender. Du hast mir nichts zu melden. Ja? Und dann geht es los. Ja, das kennen wir doch, nicht? Vom Lachen her schon, ja. Und da habt ihr noch Fisch hinten dran, ja. Aber es ist gut, dass ihr einen Fisch habt und behaltet diesen Fisch. Aber es, genau da geht es, ja. Vergelte nicht Böse mit Bösen. Wenn er dich überholt auf diese aggressive Art und Weise, nächstes Mal winke ihm, sage ja, sei gegrüßt, sei gesegnet und lass ihn weitergehen. Ist unser innere Ego wird das richtig wehtun, ja, am Anfang. Irgendwann wird das normal. Schmähungen mit Schmähungen, nein. Wenn jemand dich verflucht, was solltest du machen? Ihm segnen. Wie machst du das ganz praktisch? Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Du hast ein Problem mit deinem Mitarbeiter, er ist immer gegen dich, er mobbt dich. Beginne für ihn zu beten. Beginne ganz bewusst für diesen Mensch zu beten. Sei ihm ein Vorbild. Und man wird noch überrascht sein, wie dieser Mensch, der dich schmäht, der dir Böses tut, eine umgekehrte Handschuh wird. Weil er durch dein Handel, unsere Handel, merkt, was es heißt, an Christus Jesus zu glauben. Aber wenn es gegenüber dir in der Welt so ist, umso mehr bei uns in der Gemeinde. Wisst ihr, es ist schockierend teilweise zu sehen, wie Christen mit Christen umgehen. Nur weil man anders denkt. Es ist, im Internet kann man ja alles lesen heute und es ist teilweise schockierend, wie Christen, gleichgesinnte Christen, einander bereit sind zu attackieren. Einander fast das Heil absprechen. Nur weil man gewisse Sachen anders denkt. Und auf einmal in 10 Jahren denkt der andere, der andere angegriffen hat, auch so, wie der andere gedacht hat. Ja. Nochmal, lasst uns demütig bleiben. Nicht böse mit bösen, Schmähungen mit Schmähungen. Wir müssen nicht gegeneinander gehen. Vielmehr füreinander da sein. Miteinander. Warum? Warum all das? Weil wir Segen erben werden. Wir sind für den Segen bestimmt. So steht es doch in unserem Text. Vers 9 nochmal. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähungen mit Schmähungen. Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben.
Du bist berufen, einen Segen zu erben. Du bist berufen und dein ganzes Leben ist hin zu diesem Segen. Er kommt. Einen Tag ewig bei ihm sein. Darum nochmal, es ist so wichtig, dass du Christus vor Augen hast. Dieser eine Ziel, Christus, bei ihm zu sein, ewig. Und es wird dich total verändern. Du solltest ein Segen sein für andere Geschwister. Bist du es? Wenn andere über dich reden, sage, reden ist immer gefährlich, ja. Wenn andere über dich denken, okay? Denken sie, ja, der Bruder oder der Schwester, der ist so ein Segen. Da, wo er ist, da merkt man, da ist Christus. Ich kann mich noch erinnern, als junger, ich war 14 Jahre alt, dann war ich dann da in dieser Gemeinde. Ja. Also ich habe in Israel gewohnt, wir waren immer, also alle zwei Jahre durften wir in die Schweiz. Und im Sommer natürlich, ja. Und da waren wir da und da hat ein Bruder da gepredigt. Ein älterer Bruder, Ernst Bach. Und der hat gepredigt und diese Predigt ist mir bis heute noch im Kopf. Mit einem Satz vor allem. Mach aus allem ein Sieg. Mach aus allem ein Sieg. Das ist genau dieser Punkt. Mach aus allem auch ein Segen. Wenn andere dir etwas Böses tun, mach du daraus einen Sieg. Bete für ihn und segne ihn. Wir sind berufen, um ein Segen zu sein. Segen für uns als Geschwister. Ein Segen für eine verlorene Welt. Ein Hunger für die Verlorene. Ein Segen für ihn zu sein. Da, wo wir sind, sind wir ein Licht, ein Salz. Segen, weil nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du deinen Jünger, der Apostel Petrus, benutzt hast, um diese so wichtige Botschaft uns als Gemeinde zu geben. Er ist so praktisch. Er gibt uns als Gemeinde genau diese Einheit, welche er auch da proklamiert, welche er ihnen in gewisser Hinsicht auch befehlt. Herr, hilf uns, gleichgesinnt zu sein, auch wenn wir anders sind. Hilf uns, mitfühlend zu werden. Und Herr, lass, dass diese brüderliche Liebe, diese Liebe, welche du gelebt hast, in uns präsent ist. Dass wir barmherzig gegeneinander sind. Dass wir uns gegenseitig mit Demut, dass wir umgehen mit Demut gegenseitig. Dass einer der andere höher trachtet als sich selbst. Herr, dass du viel mehr Raum bekommst in unsere Herzen. Und dass dieser Raum, welcher du in uns bekommst, dass es wirklich ausstrahlt in unserer Umgebung, da wo wir sind. Ja, Herr, du hast uns berufen, ein Segen zu sein, weil wir Segen erben werden. Weil wir diese Sicherheit haben in dir, Herr. Du wohnst in uns. Und trotzdem müssen wir ganz ehrlich diese Frage stellen. Ist das wirklich immer so in unserem Leben? Herr, hilf uns, wo wir Änderung brauchen. Ermahne uns, wo wir Ermahnung brauchen. Jeder Einzelne persönlich, aber auch uns als Gemeinde, gemeinsam. Hilf uns, viel mehr füreinander da zu sein. Einander zu sehen. Auch diese Frage zu stellen, welcher Leid, was hat der andere? Was bedrückt ihn? Dass wir auch füreinander immer mehr beten, Herr. Aber ich möchte dir auch danken, Herr, dass du unsere Gemeinde bis zum heutigen Tag geführt hast, Herr. Und dass du es weiterhin führst und leitet. Danke, dass wir dein Wort haben und dass wir es in aller Freiheit verkündigen dürfen. Aber Herr, auch in dieser Gelegenheit möchten wir dir beten, dir anflehen für all unsere Geschwister im Glauben, die leiden, die Verfolgung leiden, die sich fürchten müssen, weil sie an dich glauben, weil sie ein klares Zeugnis geben, trotz Verfolgung. Die in Arbeitslager sind, die keinen Ausweg mehr finden. Oh Herr, wir wollen für sie beten und sei ihnen nah. Es ist einfach zu sagen, ja, sei ihnen nah. Es ist einfach zu sagen, dass sie den Blick auf dich nicht verlieren. Aber das ist unser Gebet, ja? Dass sie den Blick auf dich nicht verlieren. Aber das beten wir auch für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, Herr. Und danke, Herr, dass wir wissen, du hast alles in deiner Hand. Du hast die Kontrolle.
Egal, was in dieser Welt passiert, es ist in deiner Hand. Und Herr, komme bald. Amen.